Hallo Geeks und Gamer zur vierten Ausgabe des Hadocast. Ich bin Matthias AK Prini. Wie jedes Mal bin ich dabei noch Dom AK DNTL. Servus. Und ich bin immer noch ein bisschen krank. Das heißt, wenn ich nicht fähig bin zu sprechen, liegt es vollkommen daran. So ist es. Ja, Team. Und außerdem, der Frühling ist da. Der erste Hadocast bei Tageslicht. Ja, bei Tageslicht. Und wir müssen leider Verluste verzeichnen. Einmal ist das letzte Mal mit Klados, das zweite und letzte Mal. Nächstes Mal gibt es hoffentlich ein anderes Mikrofon, das noch besser ist. Das und ist eh schon Klados 2.0. Ja, ist eh schon die zweite Klados. Und die Zimmerpflanze, die mal hier neben Dom war, die musste leider auch dran glauben. Die habe ich gerade eben auf den Balkon verfrachtet, um den natürlichen Tod sterben zu lassen. Jo. Wir haben keine Langlebigkeit unter unseren Mitarbeitern. Nein, die Zimmerpflanze und Klados sind alle beide unnötig. Die da hinten, die leben ewig, weil die sind nicht echt, die beiden Pflanzen. Und das interessiert euch überhaupt ja nicht. Und ich bin ein bisschen angeschlagen, weil wir waren auf einer Con am letzten Wochenende, auf der Aiko-Con. Ist eine Anime-Convention, also so ein kleines Fan-Treffen, sagen wir mal, von dem Animex-Treffen München. Es ist sogar das älteste Animex-Treffen. Das älteste Animex-Treffen und es ist jedes immer im Februar anscheinend. Und ich muss euch zeigen, das fällt mir gerade ein. Top vorbereitet. Ja, ich habe die Münchner Max-Meisterschaft veranstaltet und er hat Platz 3 gemacht und hat dabei gewonnen. Das Team hat eine Wurst gewonnen. Und das ist diese Salami hier. Sieht aus wie eine überdimensionale Beefy. Und ihr seht schon, ich habe schon hier echt viel versucht zu verkochen, aber es wird einfach nicht weniger. Ich kriege echt noch die Krise mit dieser Wurst. Du musst viel Salami-Pizza machen. Ja, im Spiel um Platz 3 ging es nicht mehr um den Pokal, aber es ging immerhin um die Wurst. Die Wurst war eigentlich viel cooler als ein Pokal, aber leider ist es so viel Wurst da. So, genug von Wurst und verstorbenen Pflanzen. Ja, das Thema heute in unserem Hauptsegment ist Kindheitserinnerung, also es wird so eine Art Retro-Cast. Richtig, unser Entwicklungspfad als Gamer, würde ich mal sagen, als Videospieler. Als ja, genau. Unsere Wurzeln und danach halt ein No-Blaying, würde ich sagen, eventuell, weil ich habe ein bisschen mehr Zeug als sonst anders gespielt. Ich habe viel gespielt, aber nichts Neues. Und wir hatten beide dieselbe Frage uns überlegt für den Einstieg, aber da Dom vor mir drauf kam, darf er fragen. Ja, was ist deine erste Erinnerung an ein Videospiel? Das erste Videospiel, das du gespielt hast, oder deine erste Erinnerung mit Videospielen kombiniert? Also ich glaube, das war der Gameboy. Also mit dieser graue Klotz Gameboy. Ich meine, ich habe schon davor, bevor ich den gespielt habe, NES schon mal gespielt. Aber irgendwie muss ich da nochmal denken, weil ich hatte nie sowas, also meine Eltern hatten einen NES, aber der Game Boy war auch das erste, das ich besessen habe selbst. Und ich weiß gar nicht, wann das war, da war das NES schon eine Weile draußen. Wahrscheinlich war es 1990 oder so, oder 91. Wahrscheinlich geht es bei dir noch ein bisschen weiter zurück, oder? Ein bisschen, aber ich habe drei Erinnerungen, wo ich nicht ganz sicher bin, welche die erste ist. Das erste, was mir immer einfällt, ist Frogger. Ah, okay. Ich hatte irgendwann mal so einen gelben Mini-Arcade-Automaten zum Daheimspielen. Auf dem Frogger lief. Okay. Den hatte ich. Mini-Arcade-Automaten? Der war ungefähr so. Hatte hier einen Joystick und. Ach, war das war kein zum am Fernseher anschließen, sondern es war ein eigenes. Das, was wir eigentlich hier kennen, mit zwei riesen Batterien oder sechs oder was auch immer. Mhm. Und eine andere Erinnerung sind die Spielhallen beim Italienurlaub in den 80ern. Ja. Da hängen vor allem noch. Was haben wir hängen geblieben? Final Fight ist mir hängen geblieben, Golden Axe ist mir damals hängen geblieben, Wonderboy, Final Fight, Street Fighter auch schon. Zwei. Den ersten haben wir auch neben den bekannten Sachen wie Kabal habe ich hier noch stehen, wie Pac-Man und Space Invaders gab es. War Kabal nicht ein Shooter, also Shoot'em-up? Ja. Da habe ich mich erst neulich auf GameTrailer einen kleinen Review zugesehen. Vorne standen die beiden Männchen und da hinten... Die sind jetzt im Hintergrund reingelaufen, wenn du gewonnen hast. So. Ja genau, da bist du ins nächste Level. Das war auch ganz lustig. Und was ich mir auch noch erinnere, habe ich, dass ich einen Joystick hatte, der Geräusche gemacht hat. Okay. So also, wie diese Plastikpistolen beim Toys R Us. Piep, piep, piep. Richtig. Mit dem bin ich immer rumgelaufen und habe meine eigenen, also da wusste ich ja schon, was Videospiele sind. Mit dem bin ich immer rumgelaufen und habe Geräusche meiner eigenen Videospiele in meinem Kopf durchgespielt. Das ist meinem Vater furchtbar auf die Nerven gegangen. Was machst du da? Ich spiele Space Invaders. Piep, 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 piep. Ja, aber es hat auch recht lange gedauert, bis ich mal den ersten eigenen habe. Also das erste war, glaube ich, was wir hatten, war ein C64, den ich von meinem Onkel mal gekriegt habe. Mhm. Da war ich aber noch nicht in der Schule. Er war schon etwas alt, nachher kann ich nie sagen, wie lange diese Zeiträume waren. Ja, eben, mehr als 2 Jahre hatte ich den sicher nicht. Ich hatte eine riesige Spielesammlung dabei. Ich konnte kein Englisch und ich hatte wenig Ahnung. Es war gerade so, dass er mir erklärt hat, wie man das Spiel lädt und ja.
Also bei mir. Das einzige Spiel, das ich mir richtig erinnere, das ich damals gespielt habe, das hieß Zeppelin. Du bist mit einem Zeppelin durch ein Level geflogen und irgendwie ging es nicht weiter. Klingt spannend. Klingt wohl spannend, ja. Also ich weiß nicht, ich habe im Kindergarten schon gespielt, also auch bevor ich eingeschult wurde. Und ich bin ziemlich eng mit meinem Cousin aufgewachsen, weil meine Mutter, meine Tante waren logischerweise Geschwister. Und die waren relativ gut. Und dann war es immer so, dass ich nach dem Kindergarten auch bei meinem Cousin war. Und also fast jedes Mal. Und wir haben halt bei ihm immer NES gespielt, im Grunde. Und also was mir davon sehr hängen geblieben ist, sind Probotector. Also ich habe schon, bevor ich eingestuft bin, habe ich Probotector gespielt. Und damals war mir nicht mal klar, wie schwer dieses Spiel ist wahrscheinlich. Solche Sachen wie Mac Kids, gerade die Mario-Sache hat er gar nicht so gespielt, aber dann, die haben halt für mich einen Stellenwert. Weil, also das erste Spiel, das ich auf meinem eigenen Gameboy hatte, war logischerweise Mario Land und halt Tetris beilag. Und die Story war so, ich wusste schon, was ein Gameboy war damals, und dann hat mein Vater sich einen Gameboy gekauft und hat gesagt so, hey, ich habe jetzt einen Gameboy, und sage ich so, cool, dann habe ich hoffentlich kein Mario spielen. Aber er hatte kein Mario, er hatte nur Tetris, und dachte ich mir, oh, voll scheiße. Little did I know, dass Tetris jetzt eins meiner Lieblingsspiele ist, ja, aber ich war voll enttäuscht, dass kein Mario dabei war. Dann hat er gemeint, wir gehen Mario kaufen, geht mit mir in den Laden und kauft mir meinen eigenen Gameboy und Mario dazu und noch so ein Link-Kabel, dass wir beide zusammen Tetris spielen konnten. Super. Ne, wir haben auch einen Gameboy gekriegt, das war, ich glaube, in dem Sommer vor meiner Einschulung sogar noch. Und die hat, eine Freundin von meiner Mutter hat die gekauft, bevor die zu Besuch kam, hat zwei Gameboys mitgebracht und hatte auch den Auftrag, Mario zu kaufen. Mhm. Die hat uns Dr. Mario gekauft. Nie waren die Gesichter länger. Oh, aber Dr. Mario ist auch cool. Ja, davor haben wir nämlich schon bei Freunden hier und da ein bisschen Super Mario. Ja, heute ist Dr. Mario cool. Als Kind, wenn du Super Mario Land durch Levels hüpfen willst, ist Dr. Mario langweilig. Ja. Weil es eigentlich das gleiche wie Tetris war. Ja, stimmt. Das und dann durfte ich noch in die Stadt fahren und Stäubel hieß das Geschäft, das es damals im Fogging noch gab. Das hatte er mit. Die Gameboy-Spiele waren immer so im grauen Kasten. Oben war ein Gameboy, wo du drin spielen, fest installiert, wo du spielen konntest, und unten waren die Gameboy-Spiele. Am Tag vorher gab es noch jede Menge. Wenn der Tag, als ich hinkam, gab es noch zwei Spiele, und eins davon war Tetris. Aber lag Tetris da nicht bei eurem Gameboy? Doch, schon. Warum kann man Tetris in einzeln kaufen? Das andere, was ich gekauft, das andere Spiel habe ich aber dann gekauft, einfach nur trotzdem noch ein Spiel zu kaufen. Das war Burai Fighter Deluxe. Burai Fighter? Burai Fighter Deluxe. Das gibt es sogar ein Let's Play auf. Okay, das war ein tonloses Let's Play. Was war es denn? Für eine Art von Spiel, sag mir gar nichts. Ein Shooter, ein Side-Scroll-Shooter, der sich aber selbstständig gescrollt hat. Du hast so ein Space Marine gespielt, da wird die. Also sowas wie R-Type? R-Type ein bisschen. Okay. Also ich weiß, Spiele für den Gameboy, die für mich wichtig waren, ich habe hier meine schlaue Liste. Also wir können auch mit dem NES anfangen. NES kommt bei mir erst recht spät. Ah, okay. Also ich weiß noch, auf dem Gameboy, ich habe mich sehr auf Kirby damals gefreut, auf das erste Kirby's Dream Land, wie das glaube ich. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Kirby's Dream Land war das erste vor dem NES-Teil, wo man noch nicht die Fähigkeiten von den Gegnern absorbieren kann. Und irgendwie war es auch ein bisschen langweilig, aber ich habe es geliebt. Und eben vor allem die Mario-Spiele. Und ich habe bisher in meinem Leben erst einen Mega Man besessen und richtig gespielt. Und das war Mega Man 2 auf dem Game Boy. Wenn ich heute zurückblicke, ich habe es erst neulich mal nochmal gespielt, so über einen Emulator. Und ich muss sagen, es ist relativ nah am NES-Original. Aber die Musik ist komplett anders. Und ich habe halt mich auf die Musik gefreut, wenn wir spielen. Ich dachte mir so, wie kann mir als Kind diese geniale Musik von Mega Man 2 entgangen sein? Es gab sie einfach nicht. Ja, Gameboy. Ja, bei mir war auch Super Mario Land. Und wenn ich heute zurückdenke, wie lange ich... Super Mario Land hat 12 Levels. Ja. Und wie lange ich in dieses Spiel gespielt habe, bis ich es einmal durchgeschafft habe. Und heutzutage schaffe ich es auf eine Stunde oder eineinhalb und so. Und dann so, ja, endlich im siebten Level nach so und so vielen Wochen. Ja, genau. Oh, kein Wunder, dass ich jetzt draufgehe. Früher fand ich das bei Mario Land 1, das fünfte Level, glaube ich, so schwer. Ich weiß nicht, welches war, wo am Ende dieser Steinkopf kommt, der mir den Stein wirft. Wo du auf die Steine... Das ist das neunte. Ah, okay, da wo du auf die Steine drauf hüpfen musst, um nach oben zu klettern. Mhm. Das fand ich schwer. Aber was mir tierisch gefallen hat bei Mario Land, war die Ending-Musik. Ja, die war super. Und die war auch geil, Mario Land 2. Ich habe Super Mario Land, Mario Land hieß es, glaube ich. Mario Land einfach das erste Mal. Mario Land 2 habe ich nie durchgespielt. Nie. Ich habe es geliebt als Kind. Ich hatte das ewig nie. Nicht, ich habe es ewig nicht gehabt. Was ich durchgespielt habe, war Mario Land 3, das war ja Wario Land. Genau. Wario Land habe ich durchgespielt, also, sogar religiös. Ich habe den Planeten gekriegt am Ende. Genau, ich auch. Das war, glaube ich, das erste Spiel, wo ich als Kind gehypt war. Das war Mario Land 3 Wario World. Weil ich wollte unbedingt diesen Charakter spielen. Damals gab es noch die geilen Fernsehsendungen für Videospiele, die man heute gar nicht mehr kennt. Das gibt es ja heute gar nicht mehr so, wie damals diese Werbung kam. Und man hat ja auch immer dieses Gehirnwäschemagazin gehabt, dieses Club Nintendo Magazin. Das war kostenlos. Da möchte ich auch noch was sagen. Und es wurde von Nintendo selbst produziert. Also war es im Grunde schon nur Gutes über Spiele drin. Aber man hat eben dieses Heft gehabt, hat die Bilder gesehen, dachte mir so, oh, das willst du haben. Und dann kam Mario Land 3 raus und ich dachte mir so, wuhu. Ja, Ding.
Also große Erinnerung. Mit meinem Gameboy ging auch die Anmeldung beim Club Nintendo ein hier. Und ich weiß immer noch, das erste Club Nintendo Magazin, das ich hatte, war das aus Super Mario 3, Mario 3 rauskam. Also NES. Der Frost 3. Mhm. Mit Mario Bros. 3 im NES. Hat auch Jahre gedauert, bis ich das erste Mal spielen konnte, weil kaum wer ein NES hatte. Und das zweite weiß ich auch noch, das war das, wo Mega Man 3 rauskam. Ah, okay, ja. Aber mein Kontakt mit Mega Man beginnt schon ein paar Jahre vorher, als ich auch noch kein eigenes Spiel habe, war ich beim Bekannten, beim Sohn von Freunden meiner Eltern zu besuchen, der hat den NES und der hat mir sein super neues, tolles Spiel gezeigt und das war Mega Man 2. Mhm. Das war kackschwer. Ja, das ist damals war es wirklich noch kackschwer. Und er hat es mir ein bisschen gezeigt, ich fand es toll, aber es hat Jahre gedauert, bis ich jemals wieder Mega Man 2 spielen konnte. Aber ich wusste noch Jahre später, dass Woodman in der Mitte rechts ist, dass Airman oben in der Mitte ist. Das ist eine der ersten Erinnerungen, wo ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ein NES gespielt habe. Und das ist hängen geblieben irgendwie. Vielleicht ist das der Grund, warum ich so Mega Man gehypt bin, aber keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, als Kind habe ich es viel leichter gehabt. Ich habe erst neulich wieder Mega Man 2 auf dem Gameboy gespielt und wusste noch genau die Reihenfolge. Jedenfalls von den ersten. Ich hab nicht immer zuerst Clashman gemacht. Mit Clashman habe ich. Der Crashman am NES heißt? Crashman? Am NES heißt der Crashman. Clashman. Clashman. Dann habe ich mit ihm immer Metalman besiegt. Dann habe ich mit Metalman immer Woodman besiegt. Ich habe als Kind noch gemerkt, die Säge zerschneidet den Baum. Dann das Laub von Woodman blockiert den Ventilator von Airman. Mhm. Und dann. Aber dann war ich verloren. Ich glaube, Airman war gegen Topman und ich weiß nicht. Du konntest doch Airman gegen Crashman nochmal einsetzen. Auf jeden Fall. Ja, beim Gameboy warst du so, du hast ja. Ja, du hast erst 4 und dann nochmal 4. Genau, richtig, ja. Was auch ungewöhnlich war im Endeffekt. Aber um nochmal auf Gameboy-Spiele, die bei mir wichtig waren, also eins der ersten, das ich hatte, das ich nie durchgespielt habe, war Fortress of 4. Das sagt mir nicht mal was. Kannst du mal sehen? Das war Wizard of Warriors 2. Du hast einen Ritter gespielt, der unglaublich hoch springen konnte dafür, dass er eine schwere Ritterrüstung anhatte. Ist das mit dem Schwert? Ja, er kämpft einhändig. Steht er nicht so da? Also, gab es nicht auf dem NES auch? Ja, im NES gibt es auch. Da heißt es Wizard and Warriors. Das habe ich sogar da. Mit Fabio auf dem Cover. Du, ich weiß es nicht. Hol das Cover, dann wird es... Rede du über das Spiel, ich hol das Cover. Ja, es war kackschwer, er holt das Cover. Ich habe es nie durchgespielt, aber ich habe irgendwann mal bis zum dritten Endboss geschafft. Das war ein riesiger, schwebender Totenschädel und der hat mich irgendwie mal fertig gemacht. Oder spätestens das Level danach. So, das ist irgendwie komisch, keine Gesprächspartner zu haben. Was waren noch wichtige Gameboy-Spiele für mich? Mega Man 1 am Gameboy. Das war dann der erste echte Kontakt, den ich selber mit meinem Mega Man-Spiel hatte. Wobei ich Mega Man 1 am Gameboy besser fand als Mega Man 2. Das ist es. Oh mein Gott, wir haben gar kein Licht dazu. Das ist die Lichteinstellung. Das ist Fabio. So nennt man diesen Kerl, der überhaupt keinen Kontext zum Spiel hat, aber immer auf jedem Medieval-Type-Videospiel zu sehen ist. Ja, und Teil 2 hieß halt Fortress of 4. Aha. Und hatte Wizards and Warriors 2 im Untertitel. Das ist wirklich sackschwer. Ich habe neulich nämlich mein NES wieder zum Laufen gekriegt, da komme ich nachher zu. Und dann rede ich ein bisschen darüber. Und da habe ich eben auch das gespielt und es war echt schwer. Also, ich habe dieses Spiel als Kind nicht gehabt. Das habe ich mir sozusagen im Nachhinein gekauft, weil es eben anscheinend ein All-Time-Classic ist und ich eben meine alte Sammlung ein bisschen aufstocken wollte. Andere gute Gameboy-Spiele: Turtles. Ja, genau, das habe ich auch gespielt. 1 und 2. Ja, ich habe nur das 1er gespielt. Aber das 2 war geil ohne Ende. Das 2 habe ich im NES gespielt. Metroid 2. Das 2 ist ganz anders als auf dem Game Boy. Also die Game Boy-Spiele waren ganz anders als die... Ja. Metroid 2, ein super Game Boy-Spiel. Ja, okay. Ich habe nie ein Metroid gespielt, bis Metroid Prime. Ja. Metroid 2 war schon wie Metroid 3. Oder wie das 1 halt auch schon. Jeder Eingang. Und damals gab es halt noch kein Internet, keine Guides. Da war kein Stuhlbehörde dabei. Also das war im Griechenland-Urlaub, das weiß ich noch. Ich habe Level für Level durchsucht und ich glaube, ich habe es nämlich damals auch im Hotel liegen lassen. Ich habe es danach nie wieder gespielt oder gefunden. Okay, was mir auch noch eingefallen ist gerade eben, aber ich habe es gerade eben wieder vergessen, auch solche Sachen, die eigentlich gar voll schlecht sind. Zum Beispiel das Spider-Man-Spiel von Gameboy. Boah, das hatte ich auch, aber das war auch kack. Das ist auch nicht gut. Es gibt eine Angry Video Game Nerd-Folge, wo es voll zerreißt. Ich kam immer genau bis ins zweite Level. Das erste Level war ja am Boden und hast ja am Ende gegen diesen Dr. Mysterio-Vertreter. Und es war eh schon so schwer. Und dann musst du hochklettern. Es ging noch, aber oben muss man gegen den Goblin kämpfen. Und das war richtig schwierig. Ich hab's 2-3 Mal bis Venom geschafft. Der hat mich immer besiegt. Okay, also... Was ich auch hatte, Castlevania am Gameboy. Das habe ich auch nicht gespielt. Hat 4 Levels. Ich war einmal im 4. bin meistens im 3. gestorben. Unglaublich schwer. Solche Spiele macht man heutzutage gar nicht mehr. Nee, da komme ich nachher zu. Ich habe NES gespielt und dachte mir so... Wir sind so verwöhnt heute. Ja, ne, was ist das letzte Spiel heutzutage, bei dem man noch ein Game-Over-Screen gesehen hat? Stimmt.
Na gut. Das Konzept von Extra-Leben ist verschwunden, das Konzept von Game Over ist verschwunden. Einfach doch, du siehst schon Game Over, aber dann hast du da runter eben lässt den Checkpoint laden. Ja, oder so, ja. Nee, wenn es nicht gleich so ist wie Mirror's Edge zum Beispiel, so runtergefallen, gleich wieder da. Ja, was ich noch gespielt habe, war Tiny Toons, und zwar Tiny Toons 1, Tiny Toons 2 und Tiny Toons Wacky Sports. Und von letzterem war ich tierisch enttäuscht, aber ich habe es durchgezogen bis zum Ende. Hast du dich gar nicht gespielt, oder? Nee, das am Super Nintendo habe ich gespielt. Das Buster-Ding, also das wollte ich immer spielen als Kind. Das war sehr bunt. Das war super. Man konnte so rennen und an Wänden hochrennen und alles. Und das konntest du auf dem Gameboy nicht, das fand ich voll scheiße. Du konntest bei Gameboy als Blucky, als Hampton und als Buster spielen. So, aber was war und zwar Englisch und für mich sehr schwer zu verstehen, was ich eigentlich tun muss. Ein Gameboy-Spiel, das ich hatte, war Kung Fu Master, aber das war nichts Besonderes. Kid Icarus, weiß ich noch. Das habe ich mir auch gekauft auf dem Gameboy. Das kam sogar, glaube ich, auf dem Gameboy neu raus. Also es kam relativ spät nach dem NES-Port raus, meine ich sogar. Das kann sein. Und das fand ich auch sehr schwer, aber ich habe es auch durchgespielt mit allem. Also mit Rüstung, Flügeln und Bogen. Also muss ich irgendwie alles finden. Was ich nie durchgespielt habe, ist A Boy and His Blob am Gameboy. Das habe ich nur auf dem NES. Das war auch. Das hat auch wieder darunter gelitten, dass ich keine Ahnung von kein Englisch gesprochen habe. Beim NES habe ich aber gemerkt, gerade gar nicht so für Erinnerungen, weil ich glaube ich ewig nie selber einen hatte, sondern bei meinem Cousin gespielt habe. Und erst nachdem ich meinen SNES, ich glaube, als ich meinen N64 hatte, dann habe ich von meinen Eltern ihren NES bekommen und habe dann ein bisschen gespielt. Eine Anekdote zum Game. Entschuldigung. Ja, mach. Eine Anekdote zum Game, die mir eingefallen ist, ich und meine Schwester waren die ersten in der Straße, die einen Gameboy hatten. Okay. Das hat dann alle Kinder dazu gebracht, dass wir halt alle so drin. Bei alten Gameboy hatte ich furchtbar schlechtes Display. Ja, da musste man wirklich ganz nah mit dem Kopf zusammen, um alle zuzuschauen. Und irgendwer in diesem Sommer hatte Läuse. Und am Ende des Sommers hatten alle Läuse. Heutzutage sind ja alle Handhelds, DS, schon der Game Boy Advance SP, haben alle eine Hintergrundbeleuchtung und so. Das hatte der nicht. Du musst es genau in den richtigen Lichtwinkel finden. Und ich weiß noch, als Kind, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen am Wochenende war, also nachdem es Abendessen gab, habe ich mich immer auf mein Bett gelegt. Ich hatte so ein Licht direkt so beim Bett, das habe ich angeschaltet, das war der perfekte Licht. Hab mir eine Hörspielkassette reingehauen, hab die Hörspielkassette gehört und nebenher Gameboy gespielt, als kleines Kind. Was ich zu Weihnachten mal gekriegt habe, war eine Lupe, die du oben drüber gestülpt hast, und war der Bildschirm schon größer, und das hatte außerdem nur ein Licht eingebaut. Und da sind mir gerade nochmal zwei wichtige Spiele eingefallen für den Gameboy. Zum einen DuckTales, was quasi die Portierung für das NES-Teil ist, und Gargoyle's Quest. Ja, Gargoyle's Quest habe ich auch gespielt. Gargoyle's Quest war großartig. Das war Jump'n'Run und Rollenspiel in einem. Ich glaube, DuckTales war sogar eine sehr, sehr, sehr direkte Portierung vom NES-Game, meine ich. Glaube ich es auch. Und auch, glaube ich, das Spiel ist, glaube ich, auch in Griechenland liegen geblieben. Wieso hast du viel in Griechenland liegen gelassen? Keine Ahnung, nach dem Urlaub hatte ich ein paar Spiele nicht. Und natürlich das letzte große Gameboy-Spiel wahrscheinlich für viele von uns, Pokémon. Nein. Nicht? Nein. Hast du nicht Pokémon gespielt? Am Emulator, Jahre später. Ich war so gehypt für Pokémon als Kind. Bei uns war es immer so, es sind ja immer, glaube ich, freitags die Spiele, ich glaube, schon damals sind schon freitags die Spiele erschienen. Aber ich wusste, der Müller bei uns kriegt am Mittwoch die Ware. Und ich bin dahin und sie wollten es mir nicht verkaufen. Und ich war pisst. Sie durften mich nicht, aber ich war pisst ohne Ende. Dann bin ich zur Mega-Kompanie und habe dort Pokémon bekommen. Und ich hab den Scheiß aus diesem Spiel rausgespielt. Ohne Scheiß. Ich habe auch dann Gold habe ich geliebt. Ich habe alle Pokémon bis dahin gekauft. Wäre einfach super Spiel sind. Ist immer gleich Scheiß im Grunde, aber ja, Mai. Pokémon hat mich nicht mehr erwischt. Aber eins der wichtigsten Gameboy-Spiele und eins der letzten für mich war Link's Awakening. Ja, das habe ich auch super. Aber ich kam am Anfang nie weiter, weil ich so klein war. Ich kam immer bis dahin, wo du mit dem Pulver den Waschbär bestreuen musst. Das war noch relativ früh, ja. Das hat mich dann voll gefrustet. Darüber haben wir in einem anderen Naturgast schon geredet. Mystic Quest war auch noch ein gutes Gameboy-Spiel. Der erste Teil der Secret of Mana Reihe quasi. Der war wirklich, den habe ich auch gespielt. Dann habe ich mal ausgeliehen gehabt von einem Kumpel, weil ich habe schon Zelda gespielt gehabt, dann habe ich Mystic Quest gespielt und dann war Mystic Quest halt schon anders. Das war epischer als Zelda ein bisschen. Das war halt diese ganz andere Welt, diese ganz andere Atmosphäre als Zelda. Aber bei Zelda, also das war das erste Zelda, das ich richtig gespielt habe, noch vor dem SNES-Teil, obwohl ich den SNES-Teil davor hatte. Mhm. Aber ich habe zuerst Zelda 4 gespielt, bevor ich 3 richtig gespielt habe, meine ich. Zum NES, was mir da noch alles noch aufgeschrieben habe, wenn du einen Gameboy abschließen könntest, oder? Ich glaube, das waren die wichtigsten. Also ich hatte recht viele Gameboy-Spiele, aber ich weiß nicht mehr. Zum NES, also habe ich gar nicht so viel auch. Meine NES-Karriere begann in Kaufhäusern. Ah, früher war es üblich, dass irgendein Videospielabteilung Display. Stand. Ja, gibt's ja heute eh noch. Stand ein Fernseher und ein NES dran. Und solange du musstest die richtigen Verkäuferinnen kennen, die haben es teilweise eingeschaltet, oder wusstest du, welchen du abhauen musstest, dass sie nicht irgendwann rausschmeißen. Aber da habe ich viel über Super Mario Brothers und Super Mario Brothers 2 gelernt. Ja, also ich habe erst mit dem SNES so meine Kaufhauskarriere angefangen. Und beim Müller damals in Passau gab es sogar einen NES, der hatte
unten so ein Wechselmodul. Da hatte 24 Spiele und du musstest nur auf den Knopf drücken und dann hat er das andere Spiel geladen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Cool. Aber wie eine Jukebox. Wie eine Jukebox. Eine NES-Jukebox möchte ich auch haben. Da, da hatten sie Girls and Ghost und Batman und Duck Hunt und Mario Bros. 2. Cool. Aber da waren auch immer furchtbar viele Spiele und da musste man groß und kräftig sein, um dran zu kommen. Also ich glaube, meine wichtigsten Spiele, also ich habe viel mit meinem Cousin zusammengespielt, ja. Ich weiß noch, wir haben viel gespielt, Excitebike, Probotector, Snake, Rattle and Roll, wenn es dir was sagt. Das kenne ich, aber ich habe es einmal am Emulator gespielt und am Emulator war es nicht gut. Es war allgemein nicht gut. Mario 3 habe ich gern gespielt, aber ich hatte es auch nie selber. Ich hatte erst sehr spät ein NES. Ich hatte ein NES nach dem Super Nintendo. Ja, ich eben auch. Und darum ist es schwer, da irgendwie auch die Gedanken nochmal zueinander zu reihen. Ich weiß noch, es gab Spiele, aber ich weiß nicht mehr den Kontext, wie ich sie gespielt habe, wann ich sie gespielt habe und welche Reihenfolge. Also ich noch kein Super Nintendo hatte, ein Freund von mir hatte schon das NES. Aber seine Familie waren Zeugen Jehovas und er durfte nur jeden zweiten Tag spielen. Und das war für Kinder eine große Herausforderung. Jedes Mal, wenn sie uns dann erwischt haben, wenn er einen zweiten Tag gespielt hat, gab es eine Woche Videospielverbot. Aber der hatte dann mit seinem NES hat er Super Mario Bros. 3 gekriegt und das haben wir halt auch. Das war ein Spiel zum Erleben. Also wenn du das erste Mal durchgespielt hast und ja, als Kind war es eine größere Herausforderung. Da warst du auch Wochen beschäftigt. Ja, eben. Bis du mal alles gesehen hast und nein, verwend den Hammeranzug hier noch nicht, den brauchst du in dem Level. Ja, ja. Genau. Und nicht die Powerflügel verwenden, die brauchst du im Himmelslevel. Die habe ich immer benutzt, um im Level 2 über die Sonne rüber zu kommen, weil ich fand die Sonne immer so schwer. Jetzt sag mir so, Bullshit, wieso war ich das als Kind so schwer? Aber ich fand das echt heftig. Aber das NES war die erste Konsole, die ich wirklich selber besessen habe, weil die hat meinem Vater so Weihnachten geschenkt und damit habe ich auch die meisten Erinnerungen, weil es ist auch für mich immer noch eine der besten Konsolen überhaupt, was da an Qualität auf dem Markt war. Ich hatte nie einen Sega, also ich hatte, glaube ich, in der ganzen Familie, der eine unserer Cousins einen Sega, und einen Master System und dann einen Mega Drive, aber ich hatte nur ein SNES und da gab es ja so viele gute Spiele. Ich hatte gleich am Anfang, als die volle Packung, ich hatte Mario World, Mario All-Stars, Zelda 3 und... Aber All-Stars kam nicht gleich zum Anfang raus. Ja, ich habe auch die SNES auch nicht zum Anfang bekommen. Also, nee, ich war der Erste in meiner Klasse, der ein SNES hatte und es war, glaube ich, zum Verkauf, im Verkaufsstartmodus. Also das, den habe ich von Anfang an mitgemacht in Deutschland. Und ja, es ging los mit Super Mario World und damit waren wir eh lange beschäftigt damals. Na klar. Und F-Zero. Mario World ist ein Riesenspiel, wenn du mir überlegst, wie viel da drin steckt. F-Zero habe ich auch gegangen gespielt als Kind, aber bei meinem Cousin auch wieder. Auch da bei ihm Turtles in Time. Das haben wir gerne gespielt. Turtles in Time war cool. Und es kam dann ein Spiel. Und deshalb war ich auch durch dieses Nintendo-Magazin so gehypt dafür, und zwar Secret of Mana. Das war dieses Spiel, das ich ewig haben wollte und nie haben konnte. Und ich hatte dann noch den indirekten Nachfolger, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Darüber haben wir schon geredet. Evermore, bevor ich Mana hatte, genau. Ich glaube, ich habe auch schon darüber geredet, Secret of Mana war das Spiel, das meine Schwester immer mitgespielt genau, hat. Genau, ja. Das wir perfekt eingespielt heute manchmal noch gespielt haben. Aber was davor noch wichtig war natürlich Zelda 3. Genau, auf jeden Fall. Das ist großartig gespielt. Das habe ich letzten Sommer nochmal wieder gespielt. Es ist so unglaublich, wie auswendig ich dieses Spiel noch kann. Das habe ich auf 2 Tage durchgespielt und ich habe alle Herzteile und alles gefunden. Es ist so super auch, ganz ehrlich. Das ist auch religiös gespielt damals. Und ja, genau. Weil man hat halt auch nicht viel gehabt. Ich habe SimCity als Kind viel gespielt auf dem SNES. Aber ich habe es nie ohne Cheat gespielt. Ich auch nie. Man konnte irgendwie so die Steuern so ganz hochsetzen oder so und dann muss man ein Jahr warten. Ja, du musst die Steuern auf 21 oder irgendwie. Wie genau, und dann und die Budgets kürzen und alles, was ich als Blöpp gemacht habe. Und du musstest die Tasten gedrückt halten. Irgendwie. Ja, genau, und dann musst du es loslassen und dann hast du das Geld bekommen. Dann hattest du 500.000 oder 1 Million. Ja, das ist jede Menge Kohle. Und dann konntest du dann losbauen wie nochmal was. Mhm. Was ich auch sehr früh gekauft habe für Super Nintendo war Street Fighter 2. Weil ich es eben aus der Arcade noch kannte von den Spielhallen. Und war aber furchtbar enttäuscht, weil das erste Street Fighter 2 am Super Nintendo hatte nur 8 Spielwaren. Vega war nicht dabei und das... Das liegt daran, dass du wahrscheinlich zurückgetragen, dass du wahrscheinlich in der Arcade eben Turbo gespielt hast, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Nee, da. Die Antilogie von Street Fighter. Ich glaube, es gibt Street Fighter 2 The World Warrior. Das sind diese 8 Standardcharaktere. Dann gibt es Street Fighter 2 Championship Edition. Das ist dann die mit Vega und schon so als Charakter, glaube ich. Dann gibt es Turbo, dann gibt es Super, dann gibt es Super Turbo. Es gibt Street Fighter 2 HD Remix, also es gibt alle, also Street Fighter 2, ich glaube, das ist diesen schönen Master Edition Hack mit den furchtbar überpowerten Attacken, oder? Ja, die Rainbow Edition. Die Rainbow Edition. Und also im Grunde war es immer ein sehr, sehr guter Port zum Original. Was ich
eben auch noch sagen wollte, Donkey Kong Country waren super Spiele für mich in der Zeit. Ist aber auch schon wieder spätere Spiele für mich. Also. Ja, aber ich hab einen Einser habe ich gespielt, habe ich gehabt. Mhm. Einen Zweier und Dreier habe ich nicht, aber die habe ich mir dann ausgeliehen. Zwei habe ich mir ausgeliehen, drei habe ich nicht gespielt. Den Zweier fand ich grandios. Das war die Musik und alles. Das Zweier war super. Und das Dreier war okay. Das Dreier war okay. Es war kein schlechtes Spiel, aber... Was ich hier noch draufstehen habe, ist Lemmings für Super Nintendo. Das habe ich importiert aus Japan gehabt, da habe ich extra so ein Modul dafür gehabt. Ah ja. Und das Tolle an Lemmings am Super Nintendo ist, erstens die Grafik ist schon mal ein bisschen besser, ist der Multiplayer-Modus. Es gibt Multiplayer-Modus? Es gibt Lemming cool. gegen Lemming. Der eine hat blaue Lemmings, der andere hat grüne Lemmings. Manchmal kommt sie beim selben Tor rein, manchmal kommt sie unterschiedlichen Tor rein und jeder hat eigene Ausgänge. Und es gewinnt der am Ende mehr Lemmings, egal welche Farbe in sein Tor gebracht hat. Ah, das ist natürlich cool. Und du beeinflusst natürlich die gleiche Welt, aber du kannst nur deine Lemmings befehlen können. Einer baut eine Brücke, der nächste gräbt sie wieder weg. Der eine baut einen Tunnel, der andere baut einen Stopper. Das war Krieg. Super Nintendo Lemmings Multiplayer. So viel Spaß. Krass, wusste ich gar nicht, dass es Multiplayer hat. Müssen wir vielleicht mal zocken irgendwann. Wusste ich gar nicht, dass es Multiplayer hat. Und das erste Spiel, bei dem ich gemerkt habe, ich habe einen totalen Japan-Flair. Also, da war ich noch ein Kind, ich habe gar nicht gedacht, warum ich so für dieses Spiel fasziniert war, Mystical Ninja. Das ist eine Serie, die heißt in Japan Goemon und hat eine sehr lange Tradition. Und es kam hierher, Mystical Ninja hieß bei uns und ich habe es gespielt. Und das Spiel hat in Edo, im alten Japan. Und ich dachte mir so, irgendwas hat dieses Spiel, das dich fesselt. Diese japanische Landschaft, die Musik, die klassische japanische Musik, das Design, die Abgedrehtheit, irgendwas hat mich daran gefesselt und ich habe gemerkt, das zieht zwar wirklich alle Konsolen durch, dass ich für diese japanische Nische so einen gewissen Flair habe, aber es dauert wahrscheinlich bis zum Gamecube, bis ich dann auch mit Anime jetzt merke, woher, was das eigentlich ist alles, verstehst du? Ich habe also schon als Kind diesen Japan-Flair entwickelt. Bei mir kam das mit Japan relativ spät. Also mein Japan-Kontakt am Super Nintendo war vielleicht nur Parodius und dann dachte ich mir natürlich Spinnen noch. Ne? Also Mystical Ninja, ein großartiges Spiel. Hat auch ein Zweispielerspiel gewesen. Mhm. Also wenn du noch nie gesetzt spielst, musst du mal angucken. Es ist wirklich super. Was ich zum Glück nie gekauft habe, aber auch teilweise ausgeliehen hatte, war Mario Paint. Das hatte ich. Das war lustig, aber eigentlich konnte man nicht so viel damit anfangen. Ich hab mir den Arm gebrochen, gehabt als Kind, und dann hat mir mein Vater Mario Paint geschenkt, weil ich konnte keine Videospiele spielen, also weil ich hatte nur die rechte Hand, dann konnte ich mit Mario Paint spielen. Ja. Das war die Mega Man X-Serie, Super Nintendo, auch gute Spiele. Da habe ich auch nur gelesen im Club Nintendo Magazin. Wobei ich jetzt X1 besitze und es sehr gut finde. Als X1 macht Spaß. X3 war auch gut. X2 habe ich gar nicht gespielt. X2, glaube ich, kam bei uns nicht raus. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, aber ich finde, dass das X gefällt mir sogar fast besser als die NES-Teile. Mhm. Gut, es ist auch schon ist eine andere Art, weil ich finde, es macht einen großen Unterschied bei Mega Man, ob du Screen für Screen durchgehst oder ob du so durchgehendes Scrolling hast. Ich finde, es macht ein ganz anderes Spielgefühl bei Mega Man, oder? Ja, ja. Finde ich jetzt persönlich. Was haben wir noch gespielt damals? Mario Kart. Ja, Mario Kart. Super Sache. Habe ich auch geliebt als Kind. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ohne CPU-Fahrer auf der Piste sein, wenn du so zwei gespielt hast, warst du allein unterwegs, außer du hast Grand Prix gespielt. Richtig. Und dann hattest du halt immer einen Hauptgegner, der sich immer wieder hinter dich gecheatet hat. Genau. Wenn du Koopa gespielt hast, war immer Luigi hinter dir. Immer. Und der hat auch immer, die haben auch unendlich Items gehabt, immer. Richtig. Die Mario Brothers haben immer Sterne gekriegt. Yoshi durfte immer Eier werfen. Genau, die hast du als Normalspiel nicht gehabt, diese Items. Voll die Cheater. Richtig. Das Indiana Jones Spiel für Super Nintendo war eigentlich sau cool damals. Ja, die waren alle ziemlich cool. Auch die Super Star Wars Spiele waren sehr cool, aber die waren sehr schwer. Mhm, da habe ich nur den dritten gespielt. Ich nur den ersten. Aber den habe ich auch einmal bis zum Imperator geschafft, aber ich habe so viele Spiele damals nicht durchgespielt. Super Probotector. Ja, das super. Das haben wir am Mac Weekend diesen letzten Oktober gespielt. Ja, das stimmt. Aber wir beide doch auch, oder? Du ja, wir beide auch, stimmt. Wir haben es durchgespielt. Wir haben es durchgespielt, stimmt. Und wir haben auch Probotector 1 durchgespielt. Richtig. Wir wissen, dass Probotector hier Contra heißt. Für mich wird es immer Probotector bleiben. Und ich persönlich, ich finde fast Kampfroboter cooler als Söldner. Ja. Also finde ich auch. Die Roboter sahen immer cool aus. Ja. Und Super Probotector hat ja auch nur mein Cousin und war ein super Spiel. Zusammen kann man nicht sagen. Was war auch noch? Terranigma und Illusion of Time waren sehr schöne Spiele. Die Rollenspiele waren... Ja, vor allem, die gehören ja zusammen. Wusstest du das? Ja, ja, doch. Mit Illusion of Time zerstörst du die Welt oder erschaffst genau, sie. Genau, richtig. Mit Terranigma erschaffst du die Welt. Weil man spricht von der Illusion of Gaia Trilogie. Mhm. Da gibt es drei Spiele. Soul Blazer, Illusion of Time, das ist immer Illusion of Gaia hieß, und Terranigma. Diese drei Spiele gehören zusammen. Cool.
Weil das wusste ich zum Beispiel auch wieder nicht. Das habe ich erst neulich auch rausgefunden. Ich habe auf blisterfumps.net, also wenn ihr, schaut mal auf blisterfumps.net, da gibt es ein Mädel, das heißt Rinri Gaming, und die hat eben diese Serie, diese Trilogie reviewed. Und da hab ich erstmal die Verbindung gesehen. Das ergibt total Sinn, weil das Kampfsystem ist ziemlich ähnlich, ist ja Zelda-like, aber nicht Zelda. Mhm. Und Terranigma hat schon ein sehr cooles Kampfsystem, finde ich. Terranigma war auch sehr schwer. Also die Hexe in Spanien war echt fast unbesiegbar. Die habe ich nicht besiegt. Das war meine letzte Erinnerung an Terranigma, war diese Hexe, und ich habe sie nicht besiegt gekriegt. Irgendwo hatte ich... Es gab so einen Nuklearzauber. Ich weiß nicht, wo ich ihn gekauft habe. Den gab es nicht überall zu kaufen. Damit habe ich viel Schaden gemacht. Und irgendwie habe ich mich immer durchgepowert. Also vor allem, es war auch wieder so ein Spiel, ich habe davon gelesen. Und ab und zu gab es von Nintendo-Spielen auch Comics. Die lagen dann kostenlos in den Läden aus oder lagen dem Magazin bei. Und es gab einen zu Terranigma, und es hat mich echt auf dieses Spiel aufmerksam gemacht. Und was auch noch ein cooler Comic war, der von Lufia 2. Ja, Lufia habe ich nie gespielt. Lufia ist ein großartiges JRPG. Also in meinen Augen, ganz ehrlich, wenn ich ein JRPG nennen müsste, das immer das Beste ist, das ich bisher gespielt habe. Fuck Final Fantasy 7. Lufia 2 fürs SNES ist so ein grandioses JRPG. Du glaubst gar nicht, wie geil es ist. Also, nee. Es ist richtig gut. Was ich furchtbar schade damals fand, damals gab es schon manche Videospielmagazine, die gesagt haben, was im Ausland so kommt. Und ich habe Screenshots von Chrono Trigger und von Final Fantasy 6 gesehen. Und ich habe immer auf diese Spiele gewartet, und sie kamen nie raus. Und es waren fast 10 Jahre später. Kam nicht 6 raus als 3? 6 kam aus 3 raus, aber in Amerika. Ah, nicht, bei uns gar nicht. Nein. Da ist Leo voll hardcore. Leo spielt gerade Final Fantasy 6. Ja, das hat er mir erzählt. Im Original. Auf Japanisch. Nee, also auf Englisch, aber im Original. Ach ja, das Original Cabbage daheim. Oh, cool. Der Typ ist, ich muss ihn hochhalten, er ist so ein Kumpel von uns ist echt ein Zocker, er zockt alles im Original an Retro-Zock. Er hat sich extra aus Amerika Final Fantasy 3 und einen Adapter importiert, um spielen zu können. Das ist Dedication. Dedicated, ja. Und dann habe ich N64 stehen. Hast du den mal den gehabt? Nein. N64 habe ich nicht mehr mitgemacht. Das war meine allererste richtig eigene Konsole. Beim Freund habe ich Mario gespielt und Wave Race und war nicht begeistert. Es war halt dann zwungen, es muss jetzt alles 3D-Grafik sein, aber es war schlechte 3D-Grafik. Du warst halt PC gewohnt, oder? Zu der Zeit schon. Ja, ein bisschen PC. Aber jetzt beginnt dann auch die Lücke. Um so 96 rum habe ich Warhammer-Spielen angefangen. Mhm. Die nächsten Konsolengenerationen nicht mitgemacht, und dann bin ich erst und ein bisschen PC gespielt, aber ich hatte jahrelang eine so schlechte Kiste, dass kaum was drauf geliehen. Bei Wing Commander 3 habe ich irgendwie die ersten 5 Missionen spielen können, dann ist es immer abgestürzt. Sternenschweif habe ich irgendwo ins letzte Dungeon spielen können, dann ist es immer abgestürzt. World of Warcraft hatte ich immer einen Farbfehler, außer ich. Warcraft, ja. Hatte ich immer einen Farbfehler, außer ich bin weggescrollt, sodass kein Geräusch zu hören war. Und wenn ich dann auf die Rollentaste gedrückt habe, war die Farbe wieder kurzzeitig normal. Wenn ich auf die Rollentaste gedrückt habe und man hat ein Geräusch gehört, war die Farben noch viel schlimmer. Bizarr, ja. Also, ich glaube, wir haben erst 99 einen kleinen PC gekriegt bis dahin. Und 96 bis 99 habe ich so gut wie nichts gespielt, außer alte Nintendo-Spiele. Mhm. Also, bei mir war es so, ich habe es gab ein Promo-Video zum N64 und eine extra Nintendo-Ausgabe nur zum N64. Und dann war ich war so geflasht davon, als ich gesehen habe, ich dachte mir so, wow, und dieses Video war so Gehirnwäsche. Sie haben einen Pilot Wings gezeigt, Mario und Wave Race, und ich dachte mir so, boah, also das war 96, 97, da war ich dann in dem Fall 10. Mein Gott, da war ich erst 10. Du bist so jung. Ich bin so jung. Auf jeden Fall, ich habe sehr viel Geld gespart, dann haben wir an so einem Geburtstag, ich habe am 15. Februar Geburtstag, und dann habe ich am 1. März erschienen die Konsole, was dann natürlich ein gutes Timing war, habe es mir selber gekauft, und ich habe die Konsole so geliebt. Es gab da auch ein Spiel zum Beispiel, es gab Goemon, eben dieses Mystical Ninja Zeug, gab es 2 Spiele, die aus Japan rüberkamen, zu uns nach Europa, die ich geliebt habe. Dann, also ich sag mal, die unbekannteren Sachen, weil klar, ich habe auch Ocarina of Time gespielt, ich habe Mario 64 gespielt, ich habe Mario Kart gespielt, Mario Party, also Mischief Makers. Mischief Makers ist sehr japanisch, aber extrem geil, und es ist total überzogen und macht sehr viel Spaß. Wenn ihr mal ein gutes Let's Play sehen wollt zum Mischief Makers, schau mal bei Sui Shumaro. Aber gut, wenn du kein N64 hattest, dann ja, ich hab halt, vielleicht auch erst später, weil im Studium hatte ein Kumpel immer ein N64 mal da mitgebracht. Das war eine gute 4-Spiele-Konsole. Ja, wir haben dann immer. Violet Wars! Wir haben dann immer Mario Kart gespielt, also Mario Kart 64 und auch Micro Machines. Micro Machines, ja, genau, ist ein Mods-Fun-Game. Ja, das ist super, das gab's auch für die PlayStation, glaube ich. Richtig, da habe ich auch nochmal gespielt dann. Und was ich noch sagen muss, ich meine, jetzt kommen wir in den Gefilde der PS2, des Gamecubes, ist schon fast nicht mehr Erinnerung. Erstmal fehlt die PS1 noch. Die PS1, da musst du jetzt reden, weil ich hatte nie eine.
Ich hatte auch nicht eine, mein Bruder hatte eine. Ah, als mein Bruder dann das Alter Cousin kam. Hatte eine. Als mein Bruder dann, der ist 7 Jahre jünger, das Alter kam, dass er eine eigene Konsole wollte, war halt PS1-Zeit schon angesagt. Mhm. Da waren wir aber auch schon ein paar Jahre später dran. Also ich glaube, das war, aber leg mich nicht drauf fest, entweder Weihnachten 98 oder Weihnachten 99. Mhm. Und davor lief schon mal ein Werbespot von Final Fantasy 7. Und natürlich, als ich schon wusste, mein Bruder kriegt eine PlayStation 1, habe ich mir schon Final Fantasy 7 besorgt, um es dann auch mal. Weil, ich weiß nicht mal warum, ich habe nichts über dieses Spiel gewusst, ich habe nur diesen Werbespot gesehen und dachte mir, Final Fantasy 7, da gab es doch dieses Final Fantasy 6, das bei uns nie rauskam. Und allein deswegen habe ich mir 7er geholt. Also mein Cousin hat die PS2, also sein Bruder, PS1 und sein Bruder. Ich hab's nicht bereut. Und sein Bruder, ich hatte sie ja mal ausgeliehen. Und ich weiß, das Spiel, die ich gern gespielt habe, als ich auf der PS1 war, ein Crash Bandicoot. Vor allem an Crash Bandicoot 3 kann ich mich noch gut erinnern. Dann Metal Gear Solid, das erste. Ja, Metal Gear Solid war mein zweites, nein, mein drittes PS1-Spiel nach Tekken 3. Gran Turismo 1 und 2 kann mich dran erinnern. Spyro. Spyro fand ich super. Ist leider ein bisschen untergegangen, Spyro. Ja, ich habe nicht so viel gespielt auf der PS1. Wie gesagt, damals hatte ich damals, irgendwann 99 ist der PC auch dann besser geworden. Und dann lief StarCraft endlich und ich war in einem StarCraft-Clan. StarCraft. Und dann. Ja, aber dann liefen die ganzen alten DOS-Spiele plötzlich nicht mehr. Das, das war das Traurige dann. Deswegen, als ich dann irgendwann Mitte des letzten Jahrzehnts die DOS-Box entdeckt habe, habe ich viele Kindheitserinnerungen nachgespielt von Spielen. Die hattest du, aber du hast es nie richtig spielen können. Ich habe mir nochmal Sternenschweif gezockt. Ich zocke im Moment gerade wieder Amberstar. Nachdem wir drüber geredet haben vor 2 Folgen. Und. Oder vor 3 Folgen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ascendancy lief früher auch, aber das habe ich auch mal wieder gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist. Du spielst eine von, leg mich nicht fest, 24 Alien-Rassen, die alle irgendeine Besonderheit haben und du musst deine Industrie hochziehen, deine Forschung hochziehen, du musst Schiffe bauen, die du selbst ausrüsten kannst und andere Planeten kolonisieren und mit anderen Rassen in Kontakt treten. Und es ist halt, ja, ein rundenbasierendes Strategiespiel, das aber, ja, cool, ganz cool war. Sie arbeiten seit x10 Jahren an Teil 2. Ach so. Aber sie haben jetzt immerhin da mal kurz pausiert und immerhin die iPhone-Version für Teil 1 rausgebracht. Oh je! So, ich würde mal sagen, wir reißen kurz mal hier noch ein zweites Thema an den Bereich, nämlich, ich habe dir gesagt, ich habe NES gespielt neulich und ich habe gemerkt, die Spiele von heute haben, ich habe auch bis NES gespielt, die verlieren ganz schön an Farbe. Also ich muss sagen, das SNES hält heute noch sehr gut mit, ja? Aber grafisch und auch spielerisch. Ich fand sowieso, die SNES war für mich der Höhepunkt der Spielegeschichte, weil was sie da aus 2D rausgeholt genau haben, richtig, das hat 3D jahrelang nicht gebracht. Genau richtig, das ist nicht der Punkt. Ich habe neulich NPS gespielt, weil ich habe mir Lightboss wieder gekauft und ich habe ein bisschen gespielt und ich muss sagen, es ist arg hässlich. Ja? Es kann auch daran liegen, auf dem LCD sieht es nochmal hässlicher aus als auf einer Röhre. Die alten Spiele, muss man ganz ehrlich sagen, so blöd es klingt. Aber das NPS sieht hässlich aus. Und es steuert sich richtig, richtig grottig. Das kann einfach daran liegen, dass der NPS-Controller einfach sehr mager ist, weißt? Weil der Stick ist leider schnell aus und ich habe versucht, Turok 2 zu spielen. Ich weiß, ich habe das als Kind gut spielen können, aber es ging gar nicht. Ich konnte nicht spielen. Turok 1 fand ich schon so hässlich. Und der NES, also und vor allem diese 3D-Grafik in diesem Zwischenzeitalter, Anfang PS1, N64, die sieht halt so schnell veraltet aus. Dann so 16-Bit-Grafik, die sieht heute noch super aus, weil es halt in gewisser Weise zeitlos ist. Ja. Wenn du dir Metal Gear Solid 1 anschaust, die Charaktere haben keinen Mund. Ja. Sie reden nur so, die dürfen den Kopf bewegen und sie haben keine Augen. Stimmt. Das war so krass in Metal Gear Solid 2, dass sie plötzlich Augen haben. Das war so ungewohnt, wie Snake kann uns anschauen. Ich dachte auch immer so, er hat so eine Augenbinde auf zuerst. Ja. Und beim NES habe ich festgestellt, es ist scheiße schwer. Also es sieht auf dem LCD-Fernseher echt mehr aus, aber ich habe mir extra, es kommen ja nächste Woche Samstag, kommen Freunde aus der Heimat und ich habe meine Mutter angerufen, gefragt, hey, steht mein kleiner Röhrenfernseher noch oben im Büro? Ja, gib ihn den mal bitte mit, also damit ich dann NES dran spielen kann. Also ich hab gespielt am NES mit Julie zusammen, um ihr ein bisschen was zu zeigen von meinen Kindheitserinnerungen. Ich habe Wizards of Warriors gespielt, sie hat Mario 3 gespielt, Snake Rattle and Roll, Excitebike, Castlevania und... Welches? Eins ist ein gutes und 3 ist ein gutes. 2 ist ein bisschen... Ja. Und wir haben noch... Boy in this Blob und es war alles so schwer. Und Castlevania 4 muss ich noch bei den guten Super Nintendo Spielen nachrichten. Das war, hat einen super Soundtrack und sah klasse aus. Ja. Aber ich muss sagen, ich glaube, da bin ich ein bisschen Nostalgie geflasht. Ich glaube, wenn viele von den Spielen einen HD-Remix kriegen würden, würde ich sie spielen. Und mit ein bisschen, aber irgendwie... Ich
Man verklärt viel aus der Zeit. Ja, finde ich auch, weil ich halt den gespielt. Ich glaube, damals war es halt schwer, man hat es akzeptiert. Mhm. Und heute ist es einfach nur noch schwer. Richtig. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe zum Beispiel für den PC jetzt auch letzten Weihnachten die DOS-Box wieder rausgekramt, ein paar alte Spiele. Battle Isle, ich weiß, warum ich es nie durchgespielt habe. Es ist heute noch kein Spiel. Ja, ich war eben, wie gesagt, total irritiert. Ich dachte so schwer war das doch gar nicht. Angesichts Probotector komme ich sehr gut durch. Ja. Komischerweise. Gut, vielleicht bin ich da einfach so hardcore. Ja, es gibt halt, also, was war noch so ein Spiel? Ja, oder auch Ding, vor allem wenn ich, das habe ich in einem Review geschrieben, den ich fürs Blog damals gemacht habe, beim Drakensang, das DSA-Spiel, das vor 2 Jahren rauskam. Ich habe es damals sehr stark mit der Sternenschweif-Trilogie, Nordland-Trilogie hieß es, hauptsächlich Teil 2 Sternenschweif verglichen. Also altes DSA-Spiel, neues DSA-Spiel. Und im neuen DSA, also, hat Spaß gemacht, Aventurien-Feeling, hattest du alles da. Aber es war halt World of Warcraft-Oberfläche, du hast Quickslot und alles und im Großen und Ganzen konnte dir nicht wirklich viel passieren. Und in Sternenschweif, du konntest in der Mine eingeschlossen werden, wenn du da drin gespeichert hast, hingst du da drin fest. Hm. Oder du konntest, wenn du in den Bergen auf dem schmalen Pfad war und da kommt der Ziegenbock und du hast keine Lakritze für den Ziegenbock dabei und möchtest ihn vorbeidrängen und du verpasst irgendeine Probe und du hast dich nicht angeseilt und dann schubst du deinen Magier den Berg runter und dann ist die Leiche weg. Ja. Kein Wiederbeleben oder irgend sowas. Das da war halt... Ja, das war auch Tod ist tot. Bei Baldur's Gate 1 weiß ich auch noch. Ich hab ganz am Anfang, lernst du ein Truppenmitglied kennen und dann gehst du eine Straße runter, dann fliegen 2 Äxte von rechts von 2 Goblins rein, töten 2 meiner Mitglieder, waren halt tot. Okay. Oder du wartest doch eine Furt, so, eure Füße sind nass geworden. 2 Tage später hatte mein Zwerg Fieber und 3 Tage später war er tot. Ja, so war es ja damals. Shit happens. So, und auch weites Backtracking. Ja, nee, was auch noch eine Retro-Erinnerung ist, vielleicht sind die Wing Commander-Spiele, vor allem 3 und 4 am PC. Mhm. Das war die Zeit, als man dachte, der interaktive Film ist die Zukunft des Videospiels. Oh ja, ich Wing Commander 3, 4 CDs. Wing Commander 4, 6 CDs. 6 so. Dann bauen die über uns die Wohnung ab oder was? Bam! Bam, bam. Ohne Witz. Das bin nicht ich, wie sie. Ja. Das waren ja über 10 Stunden Film, glaube ich. Und halt hochkarätig besetzt, also Wing Commander. Ja, aber sehr trashig, oder? Im Endeffekt. Nee, gar nicht mal so. Also ich fand, also ja, du hast schon gemerkt, dass sie halt nicht unendlich Budget hatten, aber du hattest Mark Hamill als Hauptdarsteller und du hattest auch John Rhys Davies als einen wichtigen Darsteller, Gimli, für die neue Generation. Und auch sonst, ich weiß nie, wie der Schauspieler heißt. Ich nenne ihn immer bloß Admiral Tolbin, weil er Admiral Tolbin gespielt hat. Aber er spielt eigentlich immer irgendwo einen Bösewicht. Okay, der Bösewicht. Ja, die weißen Haare. Er spielt mal bei South Park den Geschichtenvorleser und er spielt bei Heroes den Bösewicht in der ersten Staffel, den Weißhaarigen. Keine Ahnung, wie er heißt. Er spielt bei Heroes den Bösewicht? Seiler? Nein, nicht Seiler, der Weißhaarige, der Mafia-Boss, der heilen kann. Ah, genau, der Alte. Spoiler. Ja. Aber Heroes ist alt genug. Heroes ist alt genug. Genauso wie ich sage, hey, bei Sixth Sense, Bruce Willis ist tot. Okay. Naja, aber die Industrie hat ja erkannt, dass es diesen Retro-Hype gibt. Dass die erste und zweite Generation von Gamern sich... Seit 2 Jahren ungefähr. Mega Man 9, Mega Man 10, Super Meat Boy, Scott Pilgrim vs. The World The Game. Allgemein Scott Pilgrim ist eine große Hommage an diese Zeit. Also viele alte Serien werden wiederbelebt und viele alte Serien leben auch immer noch weiter sozusagen. Ja, das finde ich gut. Ja, jetzt gesehen habe, es gibt ja den Tomb Raider Reboot. Ah, stimmt, da wolltest du drüber reden. Richtig. Tomb Raider habe ich nie gespielt. Ich habe das erste Level von Tomb Raider 1 gespielt. Ich habe keinen Film gesehen, keinen Comic gelesen, gar nichts. Und dann habe ich auf dem Cover das neue Cover vom nächsten Tomb Raider, die neue Lara Croft, gesehen. Und jetzt sieht sie plötzlich ganz anders aus. Jetzt sieht sie aus wie ein Mensch und nicht wie irgendwie so ein aufgeblasenes Polygon-Model. Es ist halt... Es ist, glaube ich, ihr erster Auftrag, wo sie ist 21, frisch von der Uni, strandet irgendwo. Hat noch keine Brust-OP gehabt. Verletzt sich... Du musst selber zielen. Ja, keine Brust-OP gehabt, genau richtig. Und, also, wenn sie den Reboot in diesem Stil durchziehen, wie ich... Ja, dann könnte das Batman Begins für den Tomb Raider-Serie werden. Wenn, ich hab einfach realistischer ansehen, aber dann auch ansehnlicher. Also, jetzt ist Lara Croft hübsch, finde ich die neue. Ja. Das andere war einfach nur hässlich. Da könnte mich Tomb Raider tatsächlich noch nachträglich als Fan gewinnen. Ich habe Teil 1 bis 3 gespielt und sie wurden nach hinten immer schlechter. Und sie haben ja oft versucht, die Serie zu retten, haben es nie geschafft. Aktuell gibt es ja auf dem Xbox Live Marktplatz dieses Tomb Raider The Guardian of Light. Das ist ein cooles Koop-Spiel. Das ist wirklich super. Aber es ist halt eine andere Art von Spiel. Es ist mehr so Diablo-mäßig, also vom Look her. Es ist ein Knobel-Action-Adventure, aber ist cool. Ja. Mal gucken, wie es mit dem neuen Tomb Raider. Sie haben es ja schon mal früher versucht, glaube ich, bei 3 oder 4 mit der jungen Lara Croft. Da hat sie halt Zöpfe und irgendwie so einen Lichter-Look. Aber ganz, nee, du hast am Anfang vom Spiel das Tutorial, was sagen, ihre Kindheit. Ah, okay.
So war, irgendwie so war das. Der einzige großen Kontakt, den ich mit Lara Croft hatte, war Ding, war das Ärzte-Video zu Männer sind Schweine. Ja, stimmt. Da war sie noch richtig in Ikone. Da hat jeder gewusst, wer Lara Croft ist. Ja, richtig. Das weiß heute keiner mehr. Heute weiß man noch, wer Master Chief ist, immerhin. So, ich würde sagen, wir machen kurz hier noch letzten 15, 10 bis 15 Minuten Low Playing, weil wir haben ja so viel Zeit verballert mit Nonsense-Talk, wie wir es halt immer machen. Ja, aber es war schön, da konnte ich mir nicht in Erinnerung schwelgen. So, Low Playing habe ich, ich habe die Kinect gekauft, das habe ich euch in einem Prinilog erzählt und ich muss sagen, ich bin begeisterhalten. Das ist zumindest das Verhalten begeistert, also sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in nächster Zeit irgendwann nochmal ein Spiel kaufe für diese Konsole, weil ich habe jetzt zwei Games gekauft, einmal Dance Central und Dance Evolution, der aufmerksame Zuhörer erkennt ein Schema. Und, also Dance Central ist ein Tanzspiel von den Machern von den Guitar Hero Leuten, von den Machern von Guitar Hero, und es ist wirklich gut, es ist sehr nah am richtigen Tanzen dran, am Hip-Hop-Tanzen. Ich habe es selber mal auch im Verein gemacht und weiß es, wie das nah dran ist. Und es ist wirklich gut und bringt einmal was bei und ist anstrengend. Das andere ist Dance Evolution, das ist von den Leuten, die Dance Revolution machen. Heißt im Original Dance Masters, heißt bei uns Dance Evolution, keine Ahnung warum. Und das ist mehr Spiel als Tanzen. Also man kann es schon tanzen, aber es ist halt Over-the-Top-Choreografien mit Para-Para-mäßigem Zeug. Und ist weniger Tanzen im Grunde, aber sagen wir so, ist das Gleiche zum Reinkommen. Also es sind zwei komplett verschiedene Spiele, aber es ist schön, weil das eine ist halt total simpel, das andere ist dann eher so zum Tanzen. Würdest du Kinect als die Zukunft der Videospielsteuerung bezeichnen oder als neues Genre? Nein, das habe ich, ich habe schon gesagt, ich sehe Kinect nicht, also als wird niemals, ich glaube, es wird niemals den Controller ersetzen, weil wenn man eine gewisse Spieltiefe erhalten möchte, kann man das mit dieser Art von Steuerung noch nicht machen, weil ich habe hier den Körper, okay, aber ich habe auf meinem Gamepad 8 Buttons und 2 Sticks und ein Steuerkreuz. Das kann ich damit nicht machen. Du kannst es vielleicht irgendwie ergänzend machen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, du spielst einen Shooter und kannst zum Beispiel Teamkameraden, CPU-Kameraden so Zeichen geben, was sie tun. Das wäre cool, ja. Zum Beispiel. Und das Ding hat ja auch ein Mikrofon. Mhm. Du könntest ihnen sagen, Team Bravo rechts, Team Alpha links. Man muss einfach synergieren ein bisschen. Das wäre gut, aber ich glaube nicht, dass es das ersetzen wird, auf gar keinen Fall. Ich hoffe auch nicht, dass die Gamepads irgendwann ersetzt werden. Was ich sogar ein bisschen vermisse manchmal, sind die alten Joysticks. Das war nie meins, ja. Also ja, nee, vor allem Wing Commander war ich schon lustig mit. Ja klar, für solche Spiele war es so. Und nicht die überladenen, die aussehen wie ein echter Ding, wo du da 60 Knöpfe und da 60 Knöpfe hast und hier noch modular unter. Zwei Knöpfe, ein Joystick reicht. Ich sag nur, der Steam Battalion Controller. Voll geil. Zwei Joysticks, 30 Knöpfe und jeder Knopf ist einfach belegt. Waffe 1 auswählen, Scheibenwischer, Schleudersitz. Und allein um das Spiel zu starten, muss man 6 Knöpfe unten Lader bedienen. So, klick, dick, 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 dick. Das war richtig cool. Ja, für die Leute, die Flugzeugsimulation. Das war ja ein Mech-Simulator. Das war richtig geil. Und was sehr komisch war, ich habe mich bei der Kinect darauf gefreut, die Menünavigierung zu nutzen mit der Hand und eben durch das Durchwischen. Das geht alles super. Auch wenn du einen Film damit bedienst und das funktioniert wirklich einwandfrei. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, die Xbox mit Stimme zu steuern. So, Xbox, Play Game, was auch immer. Aber dann saß ich da und habe meine Xbox angeschrien und dann habe ich im Internet gelesen, dass es für Europa noch nicht die Stimmimplementierung gibt, dass die noch nachgeliefert wird. Super. Und dann saß ich halt da und habe halt meine Xbox, ignorier mich nicht. Ja. Was habe ich gespielt? Ich habe in erster Linie unsere üblichen Multiplayer-Spiele gespielt. Ja. Left 4 Dead, StarCraft mal wieder angefangen. Dann Black Ops ist etwas ausgestorben im Moment. Die reißen echt viel ein da oben. Und irgendwas neu. Irgendwas habe ich neu gespielt. Ja, Serious Sam habe ich mir gestern geholt, um mit dir zu zocken. Serious Sam. Gibt's First Encounter. Genau, gab es gestern, diese Woche gibt es den HD-Remix für die Xbox für 6 Euro, 5, 6 Euro. 400 Punkte. Ja, super. Was geht da oben ab? Sag mal! Und was ich gerade noch spiele, ist Magicka. Ich bin ja nicht so der PC-Spieler, aber Magicka ist ein Steam-Spiel und du spielst einen kleinen Magier, habe ich dir vorher gezeigt, und hast 8 Elemente, 8 Magie-Elemente. Du kannst bis zu 5 davon aktivieren auf deinen Magier, zum Beispiel 5 mal Feuer oder. Und dann kannst du eben diesen Zauber wirken.
Und je nachdem, wie die Zauber kombiniert, kommen neue Zauber heraus. Zum Beispiel kann ich Frost und Wasser zu Eis kombinieren oder dann Dampf und Wasser zu Regen machen. Und es ist halt ein cooles Hack and Slash mit Knobelanteil und dieses Zaubermixen macht echt tierisch Spaß. Also am besten mal angucken, die Demo gibt es kostenlos auf Steam. Magicka heißt es, M-A-G-I-C-K-A. Das ist ein bisschen komisch am Anfang so, wie heißt denn das genau? Ja. Was ich noch im Moment ernsthafter spiele, ist Amberstar, was ich immer angegriffen habe, dieses uralte Rollenspiel, das damals nie durch. Das zieht sich jetzt durch alle Hadokas durch. Ich weiß nicht, ob ich es durchspielen werde. Es ist schon echt anstrengend. Vor allem, um aufleveln zu müssen, musst du die jeweilige Gilde des Charakters anreisen. Und die ist zum Beispiel im Fall der Schwarzmagier am Ende der Welt. Hm. Und ja, es ist anstrengend. Okay. Aber es ist ein Stück Kindheitserinnerung. Und wie gesagt, ich möchte mal schauen, wie ich weiterkomme als früher. Oh, und Beautiful Katamari spiele ich jetzt. Habe ich das Let's Play angefangen. Also ich habe schon aufgezeichnet, am Montag geht's los. Und wenn dieser Hadokas nach Montag erscheint, dann läuft es schon. Und es ist echt ein Spiel, keine Ahnung. Also es ist Mindfuck the Game. Mhm. Es ist so voller Regenbogen und komischer Dinge. Es ist, man muss aber mal gesehen haben. Also ich versuche es wirklich zu kommentieren. Mhm. Ich komme gar nicht mit, damit alles zu beschreiben, was ich sehe. Es ist so ein visueller Überfluss da. Mir schmelzen die Augen. Wenn ich nicht irgendwie Japan-Kultur gewohnt wäre, würden mir wahrscheinlich die Augen wegschmelzen bei diesem Spiel. Ich hab einen Charakter freigeschalten, dessen Kopf eine Miso-Suppe ist. Ja, es ist eine Suppenschale mit Miso-Suppe drin. Und dann konnte ich ihn noch ankleiden mit Pfauenfedern und einer Krone, die er auf seiner Miso-Suppe trägt. Super. Und das ist noch eine normale Sache, die ich gesehen habe in diesem Spiel. Was bei mir auch neu dazugekommen ist, ist bei Left 4 Dead 2, wir haben endlich genug Leute zusammengebracht, um ein ordentliches Versus-Match zu spielen. Ah, nicht der eins, sogar mehrere. Das habe ich nur mit Freunden. Das ist dann sehr das cool. Das war sau cool. Ich habe nur Random-Matches mal auf der Xbox gespielt und das war halt dann immer sehr nervig, weil irgendjemand hat es immer megamäßig geblickt und hast du keine Chance gehabt. Solltest du es auch für Steam holen und mal mitzocken? Ich habe es mir neulich überlegt, ganz ehrlich, als wir mal in Steam rumgesucht haben. Wir kennen Österreicher, die können es dir schenken. Ne, wir kennen Österreicher. Ja, gut, können wir kontrollieren. Ja. So. Und ansonsten, ich habe den eisernen Thron. Ich habe die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit gefunden, das online zu spielen. Yeah! Es gibt viele Seiten, wo man Brettspiele online spielen kann. Die sind ganz cool. Ich habe so, da kannst du die letzten Gamer schon Spielzeit, 5 Stunden, 6 Minuten. Die Zeit musst du auch erstmal haben. Na. Das ist eisernen Thron. Aber ansonsten, ja, bei mir war sonst nicht so viel los im Moment spielerisch. Ja. Aber es war genug. Das ist üblich halt, da muss auch nicht viel Neues. Aber dieser Mod wird groß. Halt. Dieser Mod wird auch groß. Marvel vs. Capcom, Bullstorm, Deathmiles. Kommt nicht Duke Nukem auch? Es kommt erst im März. Oder? Kommt es nicht im März? Oder Mai? Ich weiß es nicht. März Duke bis Mai. Duke Nukem, erstes oder zweites Quartal 2011. Im ersten Quartal kommt glaube ich, noch. Eleanor ist ja auch irgendwann dieses Jahr. Ja, auch noch im ersten Quartal angeblich. Sehen wir dann. Also gut, ich würde sagen, wir machen hier den Schnitt. Das war's für heute. Gute Zeit eigentlich. Unsere Zeit ist 52 Minuten. Ungefähr. Mach's gut, GLaDOS. Mach's gut, GLaDOS. Nächstes Mal mit einem anderen Mikro. Und ja, bis dahin wünsche ich euch was und übersteht gut die Fastnetzzeit, Karnevalszeit, Faschingszeit, wie es bei euch auch heißt. Bis dann. Ciao beisammen. Bye, bye.